gehe ich mit meinem SP im Außen um, wenn mir noch was fehlt? Ich spreche aus dem Divine Design mit ihm, zum Beispiel, ich vermisse dich und möchte dich sehen, weil ich sicher bin, dass ich gewollt und geliebt bin. Bin ich erst dann wirklich im Divine Design, wenn ich mich traue? Aber ich vermisse dich und möchte dich gern sehen. Wo kommt es her? Kommt es aus der Haltung, du bist nicht da? Dann ist es schlecht, oder? Aber wenn es aus der Haltung kommt, du bist da und ich will dich sehen, weil du da bist. Ja, also da ist zu. Da ist eine Entscheidung gefallen, er ist nicht da. Es ist zu. Die Tür ist zu. Und er macht die Tür nicht auf, weil du sie nicht aufmachst. Ja, das ist halt das. Du musst einfach offen sein. Aber du hast ja schon wieder eine Bedingung dran gesetzt. Ich bin nur offen, wenn er kommt, aber er kommt ja nicht. Und da dreht man sich im Kreis. Genau. Weil zu ist. Weil ja nur unter der Bedingung, dass er käme, die Tür aufgeht. Aber die Tür muss offen sein. Aber du bist nicht offen. Du bist voll mit Bedingungen. Erst wenn ich das und das und das und das von dir im Außen sehe, dann mache ich auf. Aber hier geht es darum, bedingungslos offen zu sein. Und zwar so offen zu sein, dass ich mir traue zu sagen, du, wann können wir uns sehen? Und nicht, ich vermisse dich, sondern ich will dich sehen. Und solange du nicht so bereit bist, zu sagen, ich will dich sehen, weil du zu viel Schiss hast. Ich habe mir ja damals bei unserem ersten Treffen, habe ich mir ja einen Rettungsanker gebaut. Das habe ich ja schon erzählt, oder? Ich habe gesagt, ich gehe dahin und treffe einen anderen, auf den ich weiß, dass er auf mich steht. Der hat da ein Konzert gegeben und es war auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, ich bin auf dem Weg. Ich möchte dir auch was geben noch, was ich von dir habe. Und können wir uns da und da treffen? Ganz klar gesagt, wie ich es haben will. Und weil ich den Rettungsanker hatte und gesagt habe, wenn du dumm tust, mache ich mir einen schönen Abend, dann wird es halt nichts, oder? Aber ich dachte mir, ich war so in meiner Klarheit und in meiner Energie, dass es alles aus reinstem Herzen war, ja, und dass ich eben auch das, was ich ihm geben wollte, tatsächlich aus reinstem Herzen und absolut bedingungslos war. Ich wollte dem nicht das geben, weil ich irgendwas erreichen wollte, sondern weil es sich für mich genauso gut und richtig angefühlt hat, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt so haben, das stimmt für mich, das passt für mich, da sind keine Bedingungen dran geknöpft. Es sind absolut keine Bedingungen dran geknöpft. Ich will dir das geben. Punkt. Und das war rein, das war absolut reine Energie. Da war nichts Hinterhältiges dabei, da war gar nichts, sondern da war Offenheit von mir. Nix, keine Verurteilung, keine Beurteilung, wie auch immer er quasi reagiert. Ich habe einfach nur gesagt, Fact is this. Und es kam wirklich aus reinem Herzen. Ich will dir das geben. Und solange ich da noch irgendwelche Hintergedanken, Hinterängste habe, traue ich es mich halt auch nicht. Meine, das Treffen ist ja nicht das Ding. Das ist erst die erste Hürde. Danach geht es ja erst richtig los. Ganz genau. Und da kann man doch erstmal, ich meine, ich habe euch das ja auch erzählt, wir haben ja über einen Monat, haben wir ja nur geschrieben, nicht mal telefoniert. Und da muss man sich halt ein bisschen ehrlich sein. Ich weiß nicht, aber ihr telefoniert ja. Das wäre ja der nächste Schritt irgendwie FaceTime oder so. Ja, aber dann würde ich das jetzt einführen. Ich will dich mal sehen beim Telefonieren. Können wir mal Kamera einstellen? Weißt du, so kleine Steps, dass du da Sicherheit kriegst, dass du dir erlauben kannst, also du kannst dir ja erlauben, ich würde dich mega gerne mal sehen. Ich habe dich schon so lange gar nicht mehr gesehen. Können wir Kamera einstellen? Dass du es halt einfach mehr und mehr so aufbaust, dass du da wirklich deine Sicherheit bekommst, dass da nicht gleich wieder bei irgendeiner Reaktion was passiert. Und du bist auch eine von uns, die sofort zumacht.
sofort zumacht, beim kleinsten Trigger, bei der kleinsten Verletzung, geht dann gleich wieder alles dicht. Und ich muss begreifen, dass dieses Gegenüber, dieser Seelenpartner, dieser Seelenspiegel, der Spiegel meiner Seele ist. Ja, mein Divine Design Spiegel. No matter what, der will mich da reinprügeln, dass ich aufmachen kann, weil ich mich in meinem wirklich Seelencore Blueprint zu Hause fühle und ich alles aufreißen kann, weil ich weiß, in Wahrheit ist da nur Liebe. Es gibt keine Angst, keine Ablehnung. Das ist nur Lüge. Und diese Lüge lebe ich, weil ich ja noch glaube, ich könnte abgelehnt werden, weil ich ja noch glaube, ich könnte nicht gut genug sein, weil ich gl noch glaube, da stimmt irgendwas mit mir nicht. Und es braucht einfach so eine Basisverankerung. Deswegen biete ich ja jetzt auch dieses Programm an, Divine Design Soul Blueprint, weil es die Basis, die Foundation ist für mein Selbstbewusstsein, für meine Selbstsicherheit, die eben dann wieder meine Angst managt. Ja? Weil Angst kommt immer wieder, aber ich muss wissen, was sie ist, ich muss wissen, wo sie herkommt, ich muss ein Management dahinter haben, weil die wird mich immer wieder erwischen. Und selbst nach Honeymoons und was weiß ich nicht, was allem, da kommt nachher Zeug von unten hoch, weil der ist meine Seele, der will, dass ich rein bin von Ängsten, der will, dass ich selber bin, dass ich alles von mir zeige, damit, dass ich meine ganze Großartigkeit wirklich strahlen lasse und zutage bringe. Deswegen ist der da. Der triggert mich so lange, quasi, bis ich offen bin, bis ich sicher bin, bis ich da bin, bis ich weiß, wer ich will, wer ich bin. Und solange ich noch Angst habe, dass irgendwie ich nicht die sein kann, die ich wirklich wahrhaftig bin, weil ich immer wieder zumache, weil ich Angst habe, einer schaut mir ganz tief rein. Aber dieser Seelenspiegelmann, der sieht alles. Dem kann ich nichts vormachen, der reagiert sofort, weil er ist mein Spiegel. Und wenn ich da Ängste lebe, sagt er dir, Alte, hier sind deine Ängste. Face it, manage it. Weil ich will mit deiner Seele eine Beziehung haben, mit deinem wahrhaftigen Divine Design Soul Blueprint. Mit dem will ich eine Beziehung haben und nicht mit dieser angstgesteuerten Tussi, die sich sofort verschließt wie eine Muschel oder weiß der Geier was, ja, wo dann immer gleich wieder zugeht und hat es. Und das sind wir Powerfrauen, das sind wir Frauen, die wirklich auf Kampf gebürstet sind, weil sie ihr ganzes Leben lang sich beweisen mussten. Und deswegen kommt da so ein Typ und der knackt die Muschel auf, weil der hat keinen Bock mit dieser Schale. Das läuft nicht. Ich muss aufmachen. Angstfrei aufmachen. Ich muss mir quasi erlauben, mich da hineinzugeben wie im freien Fall. Und deswegen begegnet uns das, ja? Deswegen begegnet uns so ein Partner, so ein Mann, so ein Mensch, der uns so, so tief berührt, dass wir endlich aufmachen. Und wieso ihm gegenüber nicht? Verlustangst. Verlustangst.
Aber das Ding ist ja, wenn ich erkenne, dass ich in mir, in meinem Divine Design Soul Blueprint verankert bin und dass ich es wirklich nur noch mit Spiegeln im Außen zu tun habe, habe ich Angst vor mir selber. Und vor was habe ich Angst vor mir selber? Vor meinen fucking Angstreaktionen, Reaktionen. Und die sind Ablehnung, zurückweisen, zumachen. Und weil du das tust, hast du Angst, dass er dasselbe tut. Das ist der Punkt. Also muss ich aufhören, das zu tun, damit mein Spiegel das nicht tut. Weil ich kann ja nur das befürchten. Ich befürchte immer nur das bei anderen Leuten, was ich selber mache. Also was heißt bei anderen Leuten und intensivst halt bei meinem Seelen lieb, bei meiner Seelenliebe. Aber der kann nichts tun, was ich nicht auch tue. Und wenn der mir mal gezeigt hat, Zeug, das er getan hat, was mich verletzt und abgelehnt hat, da kann ich hundertprozentig unterschreiben, genauso reagiere ich. Voll die Erkenntnis. Ja, den Schuh muss ich mir selber anziehen. Ich mach so Zeug. Ich bin so eine. Ich mach zu, ich lehne ab. Ich renn weg. Ich bin eingeschnappt, ich bin beleidigt, ich schmolle. Und deswegen glaube ich, der andere tut's auch. Habe ich ja auch schon gesehen, dass es tut. Der ist ja so einer, ich habe ja schon gesehen, ich habe ja Beweise, ich habe ja Historie. Aber ich weiß, dass er es tut, weil ich es tue. Aus Angst. Das ist das, was ich tue, wenn ich Angst habe. Das ist sicher getan, emotional. Wie ist es, wenn ich emotional zumache? Ich rede nicht mehr offen, ich halte mich zurück, ich schaue, dass ich nur das Richtige sage, manche Sachen sage ich gar nicht, ich vermeide Themen, ich vermeide Konfrontationen, ich werde oberflächlich, ich werde seicht. Ich mach zu. That's it. Und ich mache es, weil ich verletzt worden bin, angetriggert worden bin und denke mir, mehr von der Scheiße brauche ich jetzt mal nicht. Baue ich eine Distanz auf. Hast du gemacht? Geht gar nicht anders. Da brauche ich keine Hellseherin dazu sein, da muss ich nur das Prinzip kennen. Und das ist es. Das meine ich mit offen sein. Verletzlich sein. Weil ich weiß, ich kann gar nicht verletzt werden. Ich kann mich ja nur selber verletzen. Ich verletze mich ja immer selber. Und wenn ich mich aber selber nicht verletze, sondern weil ich weiß, wenn Angst im Spiel sind, dann sind Verletzungen im Spiel. Aber diese Angst und diese Verletzungen, die kann ich sozusagen verzeihen. Die kann ich sofort in Liebe transformieren. Weil ich weiß, es ist eine Lüge, das ist keine Wahrheit, das ist nur Angst. Also kann ich ja eigentlich aufmachen. Und ich muss zuerst aufmachen und dieses ganze Zeug managen können, damit ich mich traue. Deswegen sage ich, mach's mit kleinen Schritten. Dass du da offen bleibst. Dass du da wirklich du selber bleibst. Dass du da
weißt, wer du bist in deinem Selbstkonzept. Weil wenn da eine Ablehnung kommt oder irgendwas, was ich nicht hören will, ja, ich habe ja sogar Angst, dass ich Sachen hören muss, die ich nicht hören will. Dass mir irgendwie erzählt wird, keine Ahnung, er geht irgendwie dann und dann, wenn ich dachte, wir können was zusammen machen, hat er schon was ausgemacht. Schon allein das will ich ja nicht hören, ja? Bist du denn tatsächlich noch in Trennung? Er sein Leben, du dein Leben. Er sein Charakter, du dein Charakter. Er seine Vorlieben, du deine Vorlieben. Das ist nämlich der nächste Punkt, wo ich hin muss. Ich muss in Einheit denken können. Ich muss mir wirklich vorstellen, dass der und ich, dass ich den nirgendwo ausgrenze, dass der nichts braucht ohne mich und dass ich nichts brauche ohne ihn. Dass wir wirklich eins sind, weil wir sind ja eins auf Seelenebene. Und wenn ich mit ihm klarkomme, komme ich halt mit mir auch klar. Er ist ja nur mein verdammter Spiegel. Und wenn ich immer noch denke, ich brauche Platz, ich brauche Raum und ich brauche ja auch Zeit für mich und mir nicht vorstellen kann, dass ich mit meinem Spiegel Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht ein gutes Verhältnis habe, was für ein Verhältnis habe ich dann zu mir selber noch? Es ist noch nicht wirklich im Einklang. Ich nehme mich noch nicht hundertprozentig an, eben auch mit diesen Ängsten. Ich denke tatsächlich noch, die Ängste wären schlimm, weil ich ja glaube, dass die Angst, die ich habe, alles kaputt macht. Aber es ist die Angst vor der Angst. Es ist die Angst vor der Angst, die alles kaputt macht. Wenn ich sagen würde, wow, jetzt ist mir es gerade voll krass mulmig. Ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich nervös. Das heißt, das ist offen, ja? Ich bin wirklich nervös und ehrlich zu sein und authentisch zu sein und zu sagen, aber dieses cool sein wollen, dieses abgebrüht sein wollen, das macht alles Trennung. Das macht alles Trennung. Und so eine Soul Connection, die deckt es auf. Die deckt es auf. Ich kann sie nie leben. Ich werde sie nie leben können, wenn ich nicht hundertprozentig ich bei mir bin. Und die Angst ist nicht das große Problem, sondern das, dass ich die Angst als zerstörerisch und schrecklich und unattraktiv sogar sehe und eben, weil es nicht cool ist. Das sind diese Schritte, ja? Und die führen mich so krass zu mir selber hin, wenn ich immer wieder anerkenne, der ist ich. Und jetzt stell dir mal vor, der hat die gleiche Angst, deswegen fragt er dich nicht. Der hat die gleiche Angst, weil er ist ja du. Was machst du denn dann? Der denkt sich genau das Gleiche. Ich sage immer, der denkt das, was du denkst. Und da muss ich genau hinschauen. Was denke ich? Nicht nur über ihn, sondern über mich. Und da ist Selbstkonzept das eine. Aber ich denke ja noch viel mehr. Das ist das Ding. Der wird dich nicht fragen, solange zu ist. Und du wirst ihn auch nicht fragen, solange zu ist, weil du genau weißt, es ist zu. Es ist die einzige Chance, dass ich mich öffne, dass ich krass aufmache. Und das deutsche Wort dafür heißt verletzlich werden, aber verletzlich sein, aber es gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, weil ich ja dann mit einer Verletzung rechne. Aber es ist einfach für das Öffnen, für das Vertrauen, in das Vertrauen zu gehen, in die Liebe zu gehen. Und das, glaube ich, bist du bei deinen Freunden auch nur aus erlesener Art und Weise. Ist eine ganz kleine Anzahl von Freunden, für die du approachable bist. Die dich wirklich
die dir auch mal irgendwie was sagen dürfen, die dir mal einen Ratschlag geben dürfen, die dich mal vielleicht sogar ganz sanft, sanft kritisieren dürfen. Ganz sanft. Aber sonst, die anderen, bäm. Das ist es. Und da ist halt noch Work to do. Und die kann ich nicht übergehen. Weil sonst geht es wie beim Monopoly wieder. Fangen Sie bitte von vorne an. Ist nicht schlimm. Ich muss auch immer mal wieder von vorne anfangen. Weil es dann immer noch tiefer geht, ja? Es geht dann immer noch tiefer. Da ist dann noch so viel Bodensatz drin, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass er noch da ist, der dann immer noch abgedeckt wurde mit cool und mit chill und mit mich kann ja keiner verletzen, leck mich am Arsch und so weiter und so fort. Ja, das ist der Deckel. Und wenn ich den aufmache, dann kommt ganz viel Schiss und Angst raus. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ich weiß, dass es nicht schlimm ist, kann ich das ja mal rauslassen. Aber ich glaube halt, dass es schlimm ist. Ich glaube, dass es mich das unattraktiv macht. Ich glaube, dass die Leute mich da ablehnen deswegen.